Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Auf was hast du da für eine Waffe? Ich habe Rüstung. Es erhöht euch nur den Schaden von dem anderen Teil, glaube ich. Das bringt mir nichts dann. Aber ich tue jetzt einmal meinen Würfel, den Soweit ich das Topos da rein. verstehe. Angeblich, wenn man 5 davon rein tut, kriegt man neue. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, das geht nicht da? What? So nicht da. Er hat gesagt, da. Wenn du hergehst zum Würfel. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz Diese in eurem Edelsteine, sagt Besitz. er, legt 5 Edelsteine Den desselben Legenden der Typs. Horadrim zufolge kann Derselben der Würfel Qualität. einen Horadrim-Stab zusammenfügen. Ich hab gedacht, das sind Edelsteine. Probieren wir es noch einmal. Ich hol jetzt 1, 2, 3, 4, 5 raus. Und hau den Würfel. Hau trotzdem nochmal 5 rein. Geht nicht da. Aber hau 3 rein. Geht's. Kriegst dann eine höheren. Aber, das Lustige ist, kann man jetzt so 3 verschiedene reinnehmen. Da kriegst du mal vor. Ja, moin. Ich bin überladen. Es geht zum Öffnen. Du immer 3 verschiedene eine. Geht nicht da. Ja, moin, ich bin warum wusstest überladen. du das nicht einfach? Mach du doch Ja, einmal. moin. Gute Frage. Warum mache ich das nicht einfach? Ja. Haut einfach alles am Erklären. Boden. Hab voll oder was? Ja, ich bin voll, ja. Ja, moin. Ja, 3 verschiedene gehen aber nicht. Ich komme gar nicht mehr drauf, klar, was ich jetzt machen soll. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht Overcooked spielen und niemand weiß es. So, jetzt halt er noch 3-mal ein Topas rein. Bam. Dann halt er nochmal 3 bei einem Topas rein. Bam. Jetzt habe ich einen richtig OP'en. Aber der ist noch immer nicht so broken, wie man sich das vorstellt, irgendwie. Obwohl 1 bis 20 Split schauen. Okay. So schlecht ist es nicht. Ich habe jetzt dafür meine Rüstung die Möglichkeit Leben, Chance magischen Gegenstand zu erhalten, dann Stärke einfach und Geschicklichkeit oder Verteidigung einmal aufgehauen. Ich habe mal Verteidigung aufgehauen. Oder plus 40% zu plus 40 zu Angriffswert gibt es auch. Ich will fast das Leben aufhören. Was meinst du mit Runen? Hast du noch da noch nie Runen da angeschaut? Den hast du kombiniert! Mhm. Da. Ja, moin, du hast Zauberflügel von denen. Der ist kombiniert. Und ist einfach eine rausgekommen dann. Random andere, ja. Soll sie gar nicht aus. Alles die Runen da. Ich glaube, ich habe nur eine Rune auf hier. Wusste zwar, ihr Mana nach jedem Kill ist gar nicht schlecht, Mana gering ist auch nicht schlecht. Aber noch einmal Verteidigung. Nochmal Verteidigung. Oder langsam mal Ausdauer verbrauchen wollen, ja. Oder 15% Mana weg. Aber ich verbrauche kein Mana zur Zeit. Achso. Ich hab einen Rubin auf ihn. Zack. Lol. Tja, das gehen wir mal alles einloggen, oder? Ich hab 3 Ringe rein dann. Und ein Amulett kriegt. Jetzt hab ich auch 3 Amulette rein. Und was krieg ich dann? Einen Ring? Das geht wieder nicht. Achso, weil das eine ist kein Amulett.
So ein Juwel. Hast du Juwele auch schon ausprobiert? Oh nein. Nehmen wir das einmal, diese Wurst. By the way, nur, was auch wichtig ist für Tribes of Midgards, die wichtigsten Bäume sind die roten, weil die droppen das Zeug, was mit Pfeil drin gebraucht. Ja, Ahornsaft, ja. Ah, ja. Nice, jetzt habe ich einfach drei Amulette zusammen und dann was kriege ich einen Ring mit Feuerwiderstand, das ist einfach überhaupt nicht wirf. Du kannst einfach drei schlechte rerollen grundsätzlich, es wird nicht wirklich ein besserer. Nur bei den Edelsteinen wird es besser. Dann wird es aber bei den Juwelen auch nicht besser werden. Habe ich so viele Juwelen überhaupt? Weiß ich gerade nicht. Ich kenne so viele Zauber, kann die machen. So ein Riesenzauber könnt ihr machen. Was kriegst du denn dann, glaubst du? Ja. Trau mich nicht, oder? Du kannst wahrscheinlich alles Mögliche da nicht haben. Amulett. Juwel. Zauber. Ring. Na. No. So, eigentlich sind wir ja da stehen geblieben, dass wir jetzt bei dieser Zuflucht, geheime Zuflucht, haben wir jetzt ja alles angeschaut. War eigentlich nicht mehr viel mehr. Und jetzt müssen wir eigentlich bei beiden Quests zu diesem Tal von Rashas Grab. Achso, das ist das Grab von Tal Rasha. Der heißt so. Ups. Und wir wissen eigentlich nicht, was es ist, wir haben aber eine Map noch nicht und so eine kleine Dungeon noch nicht, die machen wir jetzt auch schnell, oder? Die grinden instant schnell durch. Da die Monster bis zur Dungeon können wir eh skippen von mir aus. Wo muss ich da hin? Das weiß ich selber nicht. Der ist ja jedes Mal random generiert, lustigerweise. Das war ja auf der Map, da haben wir so ein Loch gesehen und so gedacht, ne, machen wir mal noch nicht. Okay. Truhe kann man immer mitnehmen. Müsste da eh gleich sein. Und sagt er, da geht's weiter. What? Das ist für real die gleiche Map? Als ob sie so einen Durchgang gehabt hätten. Finden wir es denn dann? Man kennt's. Nehmen wir mit. Da sind gar nichts mehr drinnen. Zuschauer gefunden. Bin schon halber durch. Ich hab das Steingrab angefunden. Das ist es, oder? Hoffens. Ich komm vor. Wo ist es denn? Bei mir rechts. Rechts. Ich seh den nicht auf der Rechts unten, ja. Das einmal. Bist du im verdorrten Hügel? Bei mir steht. Felsige Oase. Öde, so. Er kommt nicht. Okay. Ja, die hergefunden. Da, ich glaube, die haben wir geskippt. Steingrab. Mhm. Ja, moin. Easy Clap. Und zu viel Leiter Regen. Ja. Jetzt bis ich dran. So mache ich so wenig Damage.
Was an der auf dem Tank hier? War denn so da oder ich schnell? So, die waren auch nur Tank. Extra stark. Wie sollen ihr noch zu meiner Ebene 2, Lore? Wie soll ihr zu meiner coolen letzten Fähigkeit kommen, die was ich ausprobieren wollte? Wann können wir uns auf Level 30 aufgegrinden, da? Wahrscheinlich kannst du es machen. Bestimmt. Hab's auch alle Fähigkeiten ausprobiert, 8-2. Warum sind die Mauern unten auf nichts drin? Es schaut so aus wie der Bossraum fast. Der ist schon so, so freeze halt. So zumindest die Boss-Truhe. 1 bis 27. Alles 10. Die ist auch beste Fähigkeit noch immer. Wenn ich das 200 Schwert. Och, das ist immer so schlecht. War die Wut da. Und Vergleich. 1 hat 13 bis 30, das hat 10 bis 17. Also dafür schneller Angriff. Naja. Schlecht ist es nicht. Ich finde meins besser zur Zeit. Auch nur weil der Heal halt verstärkt wird. Ich glaube, das war die Dungeon. Und ja, war. Yes. Dann zurück zur Stadt, hätte ich gesagt. Mal wieder sortieren. Gehen wir zur letzten Map: Schlucht der Magier. Ja. Schaut schon fast richtig aus. Oha, aber würde jetzt die Map schon noch anschauen, oder? Einmal aufgelaufen. Das Grab angefunden. No more. What? Okay. Wahrscheinlich so viel, oder? Da no more. Ja, okay, das hätten wir nur anfinden können.
Das kannst du gar nicht anfinden. Mal wie schnell die herlaufen. Hey, wenn wir so weitermachen, geht sie vielleicht noch ein Level raus. Das wäre ziemlich geil noch. Und drauf an, wie groß das Grab ist. Okay, den Schulter muss ich anschauen. Schulter ist genau gleich gut wie meins, nur um einen Punkt schlechter. Und egal. Noch einmal das Grab. Was ist denn das für ein riesiges Grab? Axthände, King Kong. Juwel. Wow. Manchmal erwischt man sie wieder. Was uns habe ich zugeht. One, two. Irgendwie haben wir die Sonnenfinsternis jetzt einmal aufgehalten, gefühlt ist noch immer finster. Level Stub. Ja, moin. Jetzt musst du noch schauen, welche Fähigkeit du ausprobieren willst. Wo bin ich jetzt? 22. Ich bin 21. Ja, Level 30 war. Neue Fähigkeit zu ausprobieren. Okay, na das geht sich nicht aus. Warum retten er weg? Das ist zwei weg. Geil. Morgen schlagt man so in der Luft um. Vor allem fürs Team. Aber einen Drang zum Sporen. Es liegen 1000 Tränke am Boden, den sparen wir. Hauptsache, wenn wir die ganzen Tränke am Boden liegen lassen, wenn wir NPC alle verkaufen. Ja. Hauptsache, kann niemand. Ich bin so ein Heal. Ich kann nicht noch wehklagen. Ich kann ja meinen Job. Meine Heals ersetzt mit einem Heiltrank. Dann braucht man keinen Healer mehr. Game Fiesta, die ist Halfstein auf Spuren. Game muss Spuren. Die kosten 50 für Silber. Kupfer. Das ist das lächerlichste, was ich gemacht habe zum Fiesta, oder? Das ist das Schlimmste, was ich gemacht habe. Ey, aber damals hast du mit 100 Silber noch einen Schleimkopf leisten können. Nein, nein! Da waren wir im Brennender First, haben sie so betrieben, das weiß ich noch ganz genau. Nein, da haben wir schon plus 10, plus 11 Waffen gehabt, das weiß ich noch ganz genau, Boys. Die plus 10 Waffen auf Level 50 meinst.
Und ich spare auch immer die Heiltränke. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja. Dann so. Geht das jetzt so? Stell dir vor, so ein MMO, wo alles random generiert ist, aber wie wolltest du das machen mit so vielen Spielern? Gute Frage. Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge mal mindestens. Da fangen wir dann mit dem ersten an, oder? Ja, aber da irgendwie die Taktik bei mir meistens ist, jetzt jedes Mal den Rand der Map abzulaufen, vergessen wir meistens die Mitte von der Map. Ja. Da zum Beispiel. Weil da waren wir wahrscheinlich nass, schaut, da waren wir zum Beispiel nicht. Schnell einen Trank eintrinken. Fast gestorben. Wow, wow, wow. Absolut richtig gestürzt. Blitz. Resistenz skillt den Skill. Aber ich habe nie eine Wahl. Warum auch noch? Schau mal, in der Mitte der Map stehen auch die ganzen Monster. Na. Und ihr Trank. Oha. Den sparen wir. Für drei liegen lassen da. Das ist mal wieder wichtig gewesen. Jetzt haben wir alles gesehen. Die haben die Stadt einmal verkaufen können. Dann können wir gleich daher gehen, gell? Ja, moin. Die ganzen Heiltränke verkaufen jetzt. Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.